Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen zum Themenabend bei Echtgeld TV. Mein Name ist Tobias Kramer und heute stehe ich hier alleine und zwar nicht so sehr, weil ich den Christian aus der Sendung gemobbt habe, sondern weil der Kerl einfach verreist ist und unterwegs ist. Er ist in Essen. Christian, was machst du da? Ja, einen wunderschönen guten Abend aus Essen, ehemals Kulturhauptstadt und auch ehemals tatsächlich die Stadt, in der ich gewohnt habe, 5 Jahre lang bis 2012. Was ich hier mache, ist ganz einfach. Ich feiere Geburtstag. Am Mittwoch zuerst den 70. meiner Mutter, gestern meinen und morgen dann die große Party von meiner Mutter. Dazwischen heute noch eine Hauptversammlung und hier ein paar Termine, wo ich gerade bin, nämlich an der FOM-Hochschule, wo ich ja nicht nur Dozent bin, sondern auch Beiratsvorsitzender am Finanzwirtschaftlichen Institut, nämlich am ISF, Institute for Strategic Finance. Und ich bin hier gerade in der Bibliothek. Wir sind eine private Fachhochschule, die größte in Deutschland. Einige von euch, das weiß ich ja, studieren auch an der FOM. Und ich bin heute ja sozusagen in der Bibliothek des Headquarters hier in der Herkulesstraße in Essen. Also Grüße an alle vom Studenten da draußen und natürlich auch an die von der VWA. Ja, an der Stelle wäre dieser Werbeblock also auch erledigt. Mach du noch mal einen Spruch über mich, wenn ich positiv über Curry 36 rede. Jetzt geht's ja los. Da können wir ja beide Werbung machen. Wir müssen bei unseren Widersprüchen und so weiter ein bisschen aufpassen, weil wir haben ungefähr 1,5-sekündige Verzögerungen drin. Was hast du gerade gesagt? Denn ich habe gesagt, dass ich mich mit Werbung für Curry 36 ebenfalls sehr, sehr leicht tue. Das können wir in jeder Sendung machen. Und ich kann eigentlich auch jetzt immer was machen, wenn ich fertig bin, was ein von mir sehr geschätzter Kapitän auf AIDA, leider inzwischen in Pension, immer gemacht hat, nämlich Captain Wiebrich. Der hat am Ende seiner Durchsagen immer gesagt, Captain out. Ja, das würde dir so passen, dass du hier sagst, Captain out. Du sitzt in der Hochschule, du bist umrahmt von Lehrbüchern, einige davon haben mit Sicherheit auch mit juristischen Texten oder haben sicherlich auch juristische Texte. Und damit kommen wir zu etwas, was uns jedes Mal wichtig ist. Sag ein bisschen was zu unserem Disclaimer, sag, was wir machen und was wir nicht machen. Ja, was wir machen, wir plaudern über Investments, wir sagen unsere persönliche Meinung, wir sind ja auch mit eigenem Geld dabei. Was wir nicht machen, ist Anlageberatung, was wir nicht machen, ist Steuerberatung, was wir nicht machen, ist Ich mach sie reich TV. Alles nach bestem Wissen und Gewissen, dennoch natürlich ohne Gewähr und ohne Haftung. Wir liefern nur Inspirationen, was ihr draus macht, das ist eure Sache und folglich ihr haftet für euch selbst. Wir haften für gar nichts. Und natürlich auch ganz wichtig, ich wiederhole das immer wieder gerne, denn Urheberrecht ist ein besonders schönes Recht. Teilt unsere Folien, teilt unsere Inhalte, aber lasst immer schön den Quellennachweis drauf, beziehungsweise hier, wie es in der FOM, ist übrigens ein ganz wichtiges Thema, gelehrt wird, einfach schön zitieren. So sieht's aus. Ansonsten läuft diese Sendung mit Unterstützung eines Partners, eines Sponsoring-Partners, nämlich der Comdirect. Wir führen die Echtgelddepots, die wir hier aufgelegt haben, bei Deutschlands ausgezeichnet. STEM, Discount Broker, der Comdirect. Ich habe heute nochmal nachgeguckt, wie viele Sparpläne es da eigentlich gibt. Es sind inzwischen 960, also 140 auf Aktien, nur noch 81 auf Zertifikate, 423 Fonds und 316 ETFs, in die ihr sparen könnt, Stand heute Nachmittag. Im Moment gibt es auch noch das eine oder andere an Sonderaktionen, gerade wenn's wenn ihr einen Depotübertrag zu machen habt, wenn ihr da ein bisschen konsolidieren wollt, schaut euch das am besten auf der Website an. Ich wollte es in der Kürze hier nicht mit anteasen, aber für uns der Broker, bei dem wir uns freuen, dass wir dort unsere Konten haben und mit dem wir gerne zusammenarbeiten. So, Christian, jetzt aber rein in das Thema, was wir uns genommen haben, Holdings National. Grundsätzlich geht es dabei um Diversifikation. Diversifikation kann man ja über verschiedene Assetklassen erreichen. Zum einen natürlich über Holdingunternehmen, wie wir sie heute besprechen werden, aus Deutschland.
Zum anderen kann man das aber eigentlich auch mit Fonds machen. Wieso, Christian, heute Holdings? Was sind so die Vorteile, die Nachteile? Was muss man beachten? Ja, also ein wesentlicher Grund, warum wir das heute machen, warum wir heute über Holdings, über Beteiligungsgesellschaften sprechen, der entscheidende Grund ist, dass ihr euch das gewünscht habt. Und das Thema ist so groß, dass wir es zweiteilen. Wir reden heute über die deutschen Holdings, Beteiligungsgesellschaften. Heißt, irgendwann kommen natürlich auch die internationalen. Ja, und das große Vorbild für alle möglichen Holdings, Beteiligungsgesellschaften ist natürlich Warren Buffett, Berkshire Hathaway. Da werden wir von dir ja nach deinem Aufenthalt bei der Hauptversammlung in Omaha einiges zu hören. Wir machen heute erstmal ein bisschen Theorie und stellen dann drei wichtige Beteiligungsgesellschaften aus Deutschland als aktuelle Kaufkandidaten natürlich wieder vor. Große Vorteile von Holdings gegenüber Investmentfonds, naja, im Wesentlichen sind es zwei Vorteile, die wir haben. Also Diversifikation, natürlich, man hat nicht alle Eier in einem Korb, das habe ich im Investmentfonds auch, aber der Investmentfonds unterliegt natürlich relativ strengen Regeln. Die Regulierung ist deutlich stärker als für Aktiengesellschaften, die eigenes Geld, sprich Eigenkapital, Firmengeld investieren. Und der zweite Grund, der ist für mich persönlich immer ganz, ganz wichtig, warum ich mich so gerne mit Holdings beschäftige, nämlich die Holdings haben das Geld fix drin. Sie müssen es nicht wie ein Investmentfonds auf Anforderung der Anleger wieder zurückgeben. Ja, das findet man ja ganz toll, diese Liquidität. Man kann in einen Fonds Geld hineingeben, irgendwann hat man keinen Bock mehr oder man braucht dringend Geld, zieht man das wieder ab. Das heißt natürlich, wenn alle Geld in den Fonds einzahlen, dann muss der Fonds kaufen und wenn alle das Geld wieder haben, muss der Fonds verkaufen. Das heißt, die Anlagepolitik eines Fonds ist immer klassisch eine Funktion der Mittelflüsse. Eine Beteiligungsgesellschaft, die einmal Kapital einwirbt oder alle paar Jahre ihr Kapital erhöht, kann dann mit diesem Kapital arbeiten, kann also auch wirklich antizyklisch agieren und genau zum Beispiel dann kaufen, wenn, wie Warren Buffett das sagt, das Blut auf den Straßen fließt. Das alles gesagt, geht es dann natürlich in die Thematiken rein, wegen derer ihr einschaltet, wegen derer ihr bei Thema des Monats einschaltet. Es geht um drei Unternehmen, die wir euch vorbereitet haben und über die es sich aus unserer Sicht lohnt zu reden. Wir haben und wir starten auch, wenn wir schon aus, zumindest teilweise heute aus Berlin senden, mit einem Berliner Unternehmen. Wir starten mit Rocket Internet, sicherlich ein sehr bekanntes Unternehmen in dem Bereich, wo es im Grunde eine Ausgangsüberlegung gibt. Also bei dem Unternehmen sage ich gleich, ich bin in Rocket Internet investiert, habe bei etwa 20 meine Position aufgebaut, habe die Aktie vom Börsengang an beobachtet und zwar mit einer Ausgangsüberlegung. Irgendwann waren die Samwer-Brüder angefangen, an diesem Markt aktiv zu sein, haben ein Internetportal gegründet und das hieß Alando, das haben sie 1999 dann verkauft und haben damit ihren ersten sehr, sehr ordentlichen Überschuss erwirtschaftet von 50 Millionen Euro, nachdem sie 100 Tage live waren. Dann dachte ich, jetzt drehen die völlig ab, machen irgendwas komplett Schwachsinniges, haben Klingeltöne über diverse Kanäle in den Vertrieb gebracht. Crazy Frog sagt den meisten von euch wahrscheinlich immer was. Ich weiß nicht, wie es euch damals ging, ich habe das Marktpotenzial nie so gesehen und das waren 273 Millionen Euro Irrtum, denn für 273 Millionen Euro haben sie dieses Unternehmen dann irgendwann, 2004 war es, an VeriSign verkauft. Also von daher, die haben irgendwas gehabt, wo sie unternehmerisch sehr, sehr oft richtig lagen und wo man die Möglichkeit hat, in ein solches Unternehmen zu investieren. Da dachte ich mir, das ist vielleicht eine ganz gute Idee, denn die haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie wissen, wie es geht. Sie haben es auch mit dem Börsengang im Grunde genommen gezeigt, denn Christian und ich haben ja des Öfteren schon mal auch bei Börsengängen kritisiert, diese stark mitunter starken Zeichnungsgewinne, wo wir im Grunde genommen beide der Meinung sind, dass dadurch Aktionären Vermögenswerte entgehen. Und wenn ich Christians Lippenbewegung richtig deute, habe ich den Eindruck, er will dazu auch noch was sagen. Ja, geht's, also ich kann ja deine Erfahrung, die du gerade geschildert hast, genau eins zu eins wiedergeben. Also ich bin mit meiner eigenen Vermögensbildung nicht unzufrieden.
war es auch damals nicht, als Rocket an die Börse ging, aber eine gewisse Bewunderung für die Brüder Samwer war natürlich da und deshalb habe ich auch zum oder kurz nach dem Börsengang etwas gemacht, was ich sehr selten mache. Ich bin mit relativ viel Geld für meine bescheidenen Verhältnisse in diese Aktie hineingegangen, irgendwo um den Emissionspreis. Und ich muss sagen, ich hatte an dieser Position irgendwie anfänglich Spaß. Dann ist natürlich der Kurs ein bisschen gestiegen, ein bisschen rumgedümpelt. Ach mal, letztendlich war mir das egal, weil ich habe gedacht, okay, ich will Teil dieser Story sein. Und dann, ich habe das übrigens auch in meinem Buch Cool bleiben und Dividenden kassieren beschrieben, bin ich auf die Hauptversammlung gegangen und dann habe ich gesehen, wie die Samwer-Brüder mit den freien Aktionären umspringen. Also wir hatten nicht genügend Sitzplätze. Fragen der Aktionäre wurden mit Formelsprache abgebügelt. Man hat sich eigentlich gefallen, sich fotografieren zu lassen. Wirklich erzählt wurde gar nichts und ich habe mir danach gedacht, Mensch, also wer seine Aktionäre, die ausstehenden Aktionäre so behandelt, der gibt ein ganz klares Verkaufssignal. Ich habe am Tag nach der Hauptversammlung meinen gesamten Rocket-Bestand ungefähr mit plus minus null rausgeknallt. Das war um die 42 Euro. Ja, und ich habe ein Jahr später, als der Kurs unter 20 Euro gegangen war, Herrn Samwer in der Hauptversammlung dann wirklich gedankt für dieses großartige Verkaufssignal, was er dort geliefert hat. Und seitdem, naja, bin ich in der Aktie nur mit einem wirklich kleinen kalkulatorischen Betrag engagiert, damit ich überhaupt auf die Hauptversammlung darf, um mir anzuhören, wo es denn strategisch weitergeht. Weil wir sollten natürlich eins nicht vergessen, über allem, was wir an History in der Vergangenheit hatten, was wir an Glamour-Faktor bei den Samwer-Brüdern haben, das ist eine Firma, die man inzwischen anders als in den ersten zwei Jahren auch recht ordentlich bewerten kann, wo man sehr klar Pros und Cons auftischen kann, wo man nicht mehr nur Glaube, Liebe, Hoffnung, dass die Samwer-Brüder das schon richten machen muss, sondern wo man harte Fakten machen kann. Und da sind wir natürlich auch beim Thema, was für dich als Value-Investor sehr, sehr entscheidend ist. Aber in der Tat, genau diese Dinge, wie sieht eigentlich eine Bewertung von Rocket in der jetzigen Zeit aus, die kann man ganz gut durchführen. Es gibt verschiedene Unternehmensteile, die schon börsennotiert sind. Einer davon ist Delivery Hero, im Moment mit einer Marktkapitalisierung von 7,33 Milliarden börsennotiert. Der Anteil von Rocket Internet beträgt hieran ungefähr 585 Millionen. Bei HelloFresh, dem Unternehmen, was einem quasi die Rezepte und die fertig zurechtgeschnittenen Güter nach Hause bringt, ist der Unternehmensanteil deutlich höher. 35% hat Rocket hier noch nach einer Verkaufstransaktion in den letzten Tagen. Und der Wert dieses Unternehmensanteils beträgt 655 Millionen Euro. Und wenn man an das amerikanische Gegenstück dazu denkt, Blue Apron, dann ist dieser Unternehmensteil und diese Position, an dem man ein Drittel hält, eben massiv zu hoch. Denn Blue Apron, das hatte Christian ja auch in einer Sendung schon mal zum Ausdruck gebracht, war eben ein brutaler Rohrkrepierer und hat dann auch den Weg nach unten gemacht. 75% in der Spitze, 80% gegenüber IPO-Preis abgestürzt. Und bei HelloFresh sind wir beide eigentlich damals eher der Meinung gewesen, dass das nicht so eine positive Aktie sein wird und haben, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob du da drin investiert bist in HelloFresh, Christian? Ja, ich habe HelloFresh-Aktien tatsächlich gekauft, irgendwann kurz nach dem Börsengang als Spaß-Investment. Ja, also nichts Ernstes, ich wollte dabei sein. Ich finde das Produkt auch ganz cool, ja. Wir haben das mehrfach genutzt. Ich muss allerdings dazu sagen, wirklich Chapeau an die Samwer-Brüder, dass sie es geschafft haben, dieses Unternehmen nicht nur an die Börse zu bringen, sondern auch dafür zu sorgen, dass der Kurs sich so entwickelt hat. Das ist ein Geschäftsmodell, das ist schon heiß. Wir haben das ja gesehen. Amazon macht irgendwie alles Mögliche an Geschäftsmodellen bisweilen kaputt. Das ist halt etwas, also wo es ja nicht jetzt großartig um Technologie geht, sondern da geht es einfach nur um Logistik und um Marketing bei diesen Meal Kits, wie das Ganze heißt. Und das ist ein Geschäft, wo Amazon, wenn die mal irgendwann Bock haben, wenn die mal irgendwann sehen, ach ja, da ist Geld zu verdienen, das können die sehr schnell machen. Das ist nicht so wie bei CVS, unserem
Aktie des Monats Kauf vor einigen Monaten, wo jetzt Amazon gesagt hat, naja, also Medikamentenvertrieb lassen wir doch mal sein. Amazon ist momentan nicht wirklich voll drin bei den Meal Kits, könnte aber auch vielleicht dafür sprechen, dass das Geschäft doch nicht die Margen hat, die man sich dafür verspricht. Trotzdem muss man sagen, Hochachtung vor den Sambas, dass es ihnen gelingt, auch jetzt zu diesem gestiegenen Kurs noch außerbörslich an professionelle Investoren diese Aktien loszuschlagen. Gleichwohl stelle ich mir natürlich die Frage, du hast jetzt die Bewertung sozusagen gemacht, gezeigt, dass die aktuelle Marktkapitalisierung von Rocket Internet durch die Beteiligungen, die börsennotiert sind und das Cash gedeckt ist. Ich frage mir natürlich immer, also wir wollen ja nicht, dass die Aktien irgendwie gedeckt sind, sondern es soll ja auch mal irgendwo steigen. Wo kommt deiner Meinung nach denn die Fantasie her, dass hier wirklich mehr ist? Wo ist die Strategie? Wo wird der Mehrwert geschaffen? Ja, na, das vielleicht noch zur Abrundung für euch. Christian hat es eben schon gesagt, dass Marktkapitalisierung und Cash quasi das den Gesamtwert decken. Der Cashbestand beträgt mit dem 150 Millionen Verkauf, der gerade durch ist, von HelloFresh 2,6 Milliarden Euro. 3,84 Milliarden Euro lassen sich so aufaddieren. Marktkapitalisierung im Moment 3,92 Milliarden. Ihr habt es im Echtgeld-TV-Porträt möglicherweise gesehen oder schaut es euch im Nachgang an. 3,92 Milliarden ist die Marktkapitalisierung, das heißt, für ein kleines Aufgeld von 80 Millionen bekommt man noch irgendwas. Man bekommt die ganzen Unternehmen, die es da auch so gibt, und man bekommt vor allen Dingen aus einer Selektion, die Rocket ganz gerne in den Mittelpunkt stellt, diese ganzen Unternehmen eben für 80 Millionen mit drin. Und da drin sind enthalten 20% an der sogenannten Global Fashion Group, 5 Modeplattformen in Wachstumsmärkten, die im letzten Jahr 1 Milliarde Euro Umsatz gemacht haben, 28% an Jumia, einem E-Commerce-Unternehmen, im Wesentlichen in Afrika tätig, 41% an Home24, im letzten Jahr immerhin 275 Millionen Euro Umsatz, und last but not least Westwing, ebenfalls im Möbelbereich tätig, etwas lifestyleiger. Daran hat Rocket einen 32%igen Anteil. Wenn man diese Anteile und die Unternehmensumsätze, die da gemacht werden, einfach zusammen addiert, dann hat Rocket aus diesen Unternehmen nochmal einen ihm zuzurechnenden Umsatz von etwa 550 Millionen Euro. Und für diese Unternehmen und auch die ganzen anderen Unternehmen, an denen Rocket Internet beteiligt ist, zahlt man im Moment eben gerade mal 80 Millionen. Dass da mit großer Wahrscheinlichkeit Bewertungsreserven schlummern, ist das eine. Also von daher ist dort deutliches Upside in der Tat auch zu sehen und wohl vorhanden. Aber man muss natürlich auch die angesprochene Risikoposition bei HelloFresh sehen, dass dort eigentlich darauf gewartet wird, und zumindest von uns darauf gewartet wird, dass diese Aktie deutlicher an Wert verliert. Ja, und dazu darf man ja auch eins nicht vergessen, also du hast jetzt Home24 und Westwing zitiert, also ich habe jetzt noch nicht mitbekommen, dass jetzt Möbelkauf übers Internet das riesengroße Geschäft ist, ja, also allein schon wegen der Volumina, und man muss auch auf dem Sofa mal Probe sitzen, also wir haben jetzt mal versucht, so kleine Sitzmöbel hier, so einen Sitzsack übers Internet zu kaufen, also das war ein ziemlicher Wahnsinn, ja, also wir haben dreimal so einen Sack da gehabt, die Säcke wurden immer größer, irgendwann sind wir nicht mehr durch die Tür gekommen, dann geht das nicht mehr mit DHL, sondern dann musste Spedition kommen, also das hat sich nicht so wirklich durchgesetzt, und das ganz große Wachstum bei Home24 und Westwing, das waren ja sehr frühe Start-up-Ideen von Rocket Internet, das ist auch schon wieder weg, da ist jetzt quasi schon so fast die erste Start-up-Strukturierungsphase, also so absolut der Bringer ist das nicht, und dann gibt es natürlich ganz viele kleine Plattformen, so wie ZipJet, irgendwelche Reinigungsgeschichten, naja, und insgesamt frage ich mich, wo ist denn jetzt die große Zukunftsstrategie, also Incubator bei Rocket Internet hat ja nicht so ganz funktioniert, beziehungsweise
beziehungsweise das Thema ist am Ende. Rocket macht sehr viel in der Vergangenheit mit Marketing-induzierten Geschäftsmodellen, was jetzt aber, das sieht man auch in Amerika sehr deutlich, der entscheidende Faktor ist für hohe Bewertung, ist Technologie. Technologie ist nicht irgendwie die Kernkompetenz von Rocket Internet, die Kernkompetenz von Samver. Im Gegenteil, Technologieteams wurden jetzt auch wieder reduziert und ich frage mich, wo ist die Strategie, wo ist das Kurspotenzial, und für mich persönlich ist es ein bisschen wenig, nur darauf zu hoffen, dass man es schafft, Westwing und Home24 an die Börse zu furzen, noch wieder einen Dummen zu finden, der das zum hohen Preis abnimmt und gleichzeitig HelloFresh abzuverkaufen. Was haben wir dann? Dann haben wir am Ende einen Riesenberg Cash. Naja, wird er denn ausgeschüttet? Kommt dann wieder so ein Rückkaufangebot, mit dem man gerade irgendwie einen philippinischen Großaktionär herauskauft? Also für mich ist das eine Sache, die mir zu sehr von wenigen Parametern abhängt und eben genau nicht diesen breiten Diversifikationscharakter hat, den ich persönlich an Holdings so sehr schätze. Deshalb der Kandidat, vielleicht aus Value-Sicht interessant, für mich als Quality-Investor nicht relevant. Okay. Wenn wir den Teil dann nehmen, dann ist es eben so, dass Christian diesen Wert eben nicht mehr so schätzt und deswegen auch bei diesem Unternehmen eher distanziert bleibt. Für mich ist es einfach so, ich habe dort eine Position drin, die werde ich auch halten. Ich habe in der Tat im Bereich von 20, als es dann in die andere Richtung ging, nochmal überlegt, ob ich die Position verändere und leicht aufstocke. Da bin ich aber nicht schnell genug mit fertig geworden, wie es dann eben so ist. Von daher warte ich hier noch ein bisschen ab, wie sich das Ganze auch weiterentwickelt, wie es sich mit HelloFresh weiterentwickelt und wie es sich insbesondere auch beim Thema Börsengänge entwickelt. Grundsätzlich aber Unternehmer, die eine beeindruckende Historie hingelegt haben, bei denen in der Tat auch, wer das ein bisschen nachlesen will, sollte sich mal die eine oder andere Ausgabe im Manager-Magazin anschauen, was die Herrschaften noch für Nebenbeigeschäfte so machen, insbesondere auf dem Berliner Immobilienmarkt. Da gibt es viele Sachen zu sagen, die in der Tat auch zu einer gewissen Skepsis anhalten sollten. Und wir werden jetzt gerade gefragt, dass wir die Rocket-Folie nochmal einblenden. Tue ich natürlich gerne. Wobei wir heute auch sagen müssen, ihr wisst ja aus den diversen Sendungen, dass wir gerne an unserem Grundkonzept bei den Folien festhalten. Wir sehen es hier aber auch sehr, sehr schön, dass natürlich unsere normalerweise vorgestellten und gewählte Herangehensweise im Bereich der Bewertungen, im Bereich der Kennzahlen und natürlich insbesondere bei der von Christian hoch und heiß und innig geliebten Dividende nicht besonders aussagekräftig sind. Aber zumindest die linke Seite mit Marktkapitalisierung, mit Enterprise Value und so weiter, die sind umfänglich da und da lassen sich die ein oder anderen Sachen eben herausnehmen, aber auch Fiskalia und so weiter, ist heute leider nicht, zumindest bei diesem Unternehmen, bei einem weiteren ist es auf jeden Fall deutlich besser, so aussagestark wie sonst. Von daher soll es das auch, wir hatten ja gesagt, Christian, wir wollen das Ganze ja nicht zu einer Rocket-Diskussion verkommen lassen, wir wollen vor allen Dingen auch über zwei andere Unternehmen sprechen. Eines, was wir beide ganz toll finden und eines, wo es auch so zwei Haare in der fünfteiligen Suppe gibt. Also zwei Sachen davon sind nicht so schön dazu, aber mehr zu Rocket soll es das erstmal gewesen sein. Wir kommen jetzt zum zweiten Unternehmen, was wir euch zeigen wollen, der Deutschen Beteiligungs AG. Und das ist das Unternehmen, was Christian und ich beide richtig gut finden, richtig spannend finden. Vor allen Dingen deswegen, weil ihr seht es jetzt hoffentlich im Echtgeld TV Porträt, der Kurs von der Deutschen Beteiligungs AG, der hat zuletzt sehr, sehr deutlich gelitten, ist von über 50 auf unter 35 gefallen, notiert jetzt wieder knapp darüber. Und das Spannende an dem Unternehmen ist, dass es zum einen eine klassische Beteiligungsgesellschaft ist, die sich engagiert, zum anderen aber auch noch einen Geschäftsbereich hat, mit dem es in der Lage ist oder der es der Gesellschaft ermöglicht, die Kompetenz in auch viel größerem Maßstab umzusetzen, indem sie nämlich eigene Fonds herausgibt, wo sie sich selber daran beteiligt, aber an anderen Investoren eben auch den Zugang zu diesen Märkten bietet, bei interessanten Unternehmen mit dabei zu sein. Und dazu jetzt ein bisschen mehr noch von Christian.
Ja, Tobias, du hast den wesentlichen Kern des Geschäftsmodells genannt. Ich will nur das eine Buzzword, das Schlüsselwort dazu noch einwerfen, nämlich Private Equity nennt man das Ganze. Wenn Private Equity in einer Sendung fällt, die sich um deutsche Aktien dreht, kommt natürlich eigentlich immer eine Aktie vor, nämlich Aurelius. Ja, wohl die Private Equity Aktie haben wir schon in der letzten Feedback-Sendung 1804 was zu gesagt. Aurelius, ja, ist ebenfalls Private Equity, genauso wie die Deutsche Beteiligungs AG, allerdings ein wesentlicher Unterschied. Aurelius, das ist so die angelsächsische, auf Sanierungen, auf sehr schnellen Gewinn, hohen Hebel und durchaus aggressiven Handel mit Unternehmensanteilen ausgelegte Interpretation von Private Equity. Und die Deutsche Beteiligungs AG, ja, das ist im Grunde die deutsche Interpretation, wie der Name schon sagt. Das ist ein bisschen beschaulicher, ein bisschen konservativer, ein bisschen nachhaltiger, sehr lange Historie auch schon dieses Unternehmens. Und auch bei den einzelnen Unternehmen wird da nicht ganz so der heiße Reifen gefahren. Nichtsdestotrotz sind auch dort sehr, sehr spannende Stories und sehr erfolgreiche Stories mit dabei. Man sieht das auch, wenn man einfach nur mal auf die Historie der Deutschen Beteiligungs AG schaut. Also Unternehmen zu erwerben, irgendwie beim Wachstum in einer Transformationsphase zu begleiten und dann wieder zu verkaufen. Dieses Geschäft hat dafür gesorgt, dass man in den letzten 14 Jahren ununterbrochen eine Dividende zahlen konnte, dass man seit 9 Jahren die Dividende nicht senken musste. Das Ganze immer schön mit einer Basisdividende und einer Beteiligung an den Verkäufen, die man im Portfolio macht. Dieses System kennen wir bei Aurelius, das ist sozusagen idealtypisch. Also eine sehr bewährte, sehr konservative Herangehensweise in diesem ja vermeintlichen heißes Reifengeschäft. Private Equity, Handel, Kaufen, Verkaufen von Firmenanteilen. Ja, und was müssen wir zu dem Unternehmen ansonsten denn doch noch so wissen? Wie läuft das Ganze mit dem Thema der Fonds ab, Christian? Ja, es werden halt zunächst Zielunternehmen gefunden, die für Investments in Frage kommen. An denen beteiligt sich die Deutsche Beteiligungs AG einerseits mit Eigenkapital, also mit dem Kapital der Anleger und also des Eigenkapitals und dazu natürlich noch mit Fonds. Man sammelt also bei institutionellen Investoren, zum Beispiel reichen Familien, aber auch Pensionskassen, Geld ein, speziell für einzelne Projekte. So hat man also sozusagen mehr Power und dann werden diese Unternehmen gemeinsam mit diesen Fonds entsprechend entwickelt. Dann am Ende steht in der Regel bei der Deutschen Beteiligungs AG ein Verkauf. Das ist nicht so jetzt das Haus, was so stark auf Börsengänge als Exit setzt, sondern eher industriell Trade Sale, wie man das nennt, Verkauf an strategische Partner oder an andere Investoren, nachdem man die Zielunternehmen eine bestimmte Phase begleitet hat. Das Spannende vielleicht zum Portfolio, das ist extrem breit, also da sind Hightech-Unternehmen drin, da sind klassische Mittelständler drin, da ist übrigens auch eine Bäckerei dabei. Wenn wir also Leute aus dem Raum Pasewalk haben, unser Heimatbäcker steckt auch mit drin, ein ganz bekannter Kandidat aus der Vergangenheit, den man sehr erfolgreich verkauft hat, mit einem Faktor von 3,9, an den wird sich der eine oder andere vielleicht nicht so gerne erinnern, nämlich das war der Betreiber von der Schülerhilfe, von den Nachhilfezentren, sehr, sehr erfolgreich begleitet worden von der Deutschen Beteiligungs AG. Und ein Thema natürlich auch, über das wir sprechen sollten, man investiert nicht allein. Es gibt einen sehr potenten Großinvestor, immerhin aktuell noch mit 15% im Boot, nachdem er etwas reduziert hat, nämlich niemand anderes als Dirk Rossmann, ja, der Drogeriemilliardär, der hier einen Teil seiner Vermögensverwaltung, nämlich die Investments in mittelständische Unternehmen, in Private Equity, über die Teams der Deutschen Beteiligungs AG macht. Das ist nicht immer ein Qualitätsmerkmal, wenn große Investoren drin sind, aber es muss gerade in diesem Fall, gerade auch bei Dirk Rossmann, der halt ja wirklich eigenes Geld investiert, nicht schlecht sein. Genau. Und bei dieser Unternehmung ist es eben so, dass wir das Management sehr, sehr gut finden, wie dort agiert wird, wie dort Unternehmen gekauft und auch verkauft werden und dass dann eben diese Komponente
dass man sich an, dass man über die Fonds, die man auflegt, eben auch zusätzliche Einnahmen nochmal generiert, eben einen wichtigen zusätzlichen Erlösbringer mit reinholt, den man im Übrigen auch dafür nutzen kann, wie gesagt, diese größeren Transaktionen mitzumachen. Also tolles Unternehmen, toller Track Record und jetzt im Grunde genommen auch durch diesen Kurseinstieg, gleich Christian, eine sehr, sehr spannende Möglichkeit, hier einzusteigen, weil man eben nahezu am inneren Wert der Beteiligungsunternehmen kaufen kann und quasi diesen zusätzlichen Ertrag aus den Managementleistungen nahezu free on top bekommt. Ja, das ist genau das, was ich nochmal hervorheben wollte. Also man sieht ungefähr, der innere Wert des Portfolios liegt irgendwo bei 30, 31, 32, 33 Euro. Das heißt, das ganze Fondsgeschäft, was immerhin im Jahr rund 20 Millionen macht, das kriegt man momentan ja quasi für einen Apfel und ein Ei. Und das Schöne ist ja auch, die Verkaufserlöse aus Beteiligung, die können natürlich schwanken. Die hatten letztes Jahr ein super Jahr, die Deutsche Beteiligungs AG. Dieses Jahr ist noch nicht so absehbar, was Verkäufe wirklich zustande kommen. Das ist insoweit wesentlich, weil das Geschäftsjahr schon am 30.09. bei der Deutschen Beteiligungs AG endet. Also ganz so viel Zeit wie andere Unternehmen haben die nicht mehr für dieses Jahr. Deshalb auch so ein bisschen die Enttäuschung. Aber das Schöne ist natürlich, die Grundmanagementgebühren aus den Fonds, die man noch nebenbei verwaltet, wo man als Co-Investor sich etwas herangezogen hat, die fließen natürlich trotzdem. Insofern haben wir hier einerseits ein Geschäft, was man nach Net Asset Value bewertet, wo die Erträge durchaus schwanken, aber andererseits haben wir auch was, was einen kontinuierlichen Cashflow generiert und das ist quasi momentan nicht bewertet. Fast eine Situation wie bei Rocket Internet, wo auch etwas nicht bewertet wird, nur dieses erfolgreiche Geschäft, die haben ja nicht erst einen Fonds aufgelegt, sondern die machen das in Serie. So ein erfolgreiches Geschäft kaum zu bewerten, das ist für mich eine günstige Einstiegsgelegenheit, weshalb ich vor einigen Wochen auch schon in der Aktie der Deutschen Beteiligungs AG auf der Käuferseite war. Vielleicht kannst du noch zwei Sachen dazu sagen, warum der Kurs eigentlich so deutlich gefallen ist. Haben die bei einer Unternehmenspräsentation was Falsches gemacht oder was ist da vorgefallen, was so ein bisschen am Ver- und am Zutrauen gerüttelt hat? Naja, sie haben einfach, das kennen wir zum Beispiel von Pandora, auch eine Aktie des Monats, sie haben bei der Kapitalmarktkommunikation ein bisschen daneben gegriffen. Sie haben jetzt nicht die Erwartungen zu sehr verfehlt, sondern sie haben einfach im Ton einer Meldung sehr, sehr negativ formuliert, dass sie dieses Jahr noch keine großen Exits haben und dass sie das Ergebnis, das exorbitant gut war, aus dem Vorjahr eben nicht erreichen. Und das haben sie ziemlich nüchtern formuliert. Man hatte fast schon den Eindruck, die Art und Weise, wie sie es formuliert haben, könnte sein, als wenn sie den Kurs irgendwie bewusst nach unten reden wollten, damit irgendwer einsteigen will. Keine Ahnung. Die Kommunikation hier war sehr, sehr unglücklich. Letztendlich waren das alles bekannte Fakten, aber vielleicht sind auch einfach ein paar Anleger, nachdem die Aktie ja sehr, sehr gut gelaufen war und man hier bisweilen ja auch für die Konjunktur dann nicht mehr so ganz optimistisch war, irgendwie plötzlich ängstlich geworden und sind rausgegangen. Das ist nach meinem Dafürhalten, nach allem, wie ich die Deutsche Beteiligungs AG auch gerade von der Zuverlässigkeit bei der Dividende in den letzten Jahren kennengelernt habe, aber vor allem ein Sentiment-Thema, was sich lösen müsste. Die Qualität und die Nachhaltigkeit spricht auf jeden Fall für dieses Team. Und das vielleicht jetzt noch zur Abrundung und zu den Sachen, die wir euch zur Deutschen Beteiligungs AG mit auf den Weg geben wollten. Und damit sind wir mit zwei von drei vorzustellenden Beteiligungsunternehmen durch. Wir kommen zu Nummer drei. Die Nummer 3, die wir euch hier vorstellen wollen, ist die Indus Holding. Seit sehr, sehr langer Zeit, seit Ende 98, also 1998, an der Börse. Ich habe euch drei Charts hier schon mal vorbereitet und zwar hier den Chart der gesamten Börsenhistorie, wo ihr gegenüber dem SDAX Kursindex seht, dass es in der Gesamtbetrachtung, naja, jetzt vielleicht noch nicht so ganz optimal aussieht und wir auch sehen, dass man das Ganze aber gelernt hat, dann besser zu machen. Denn wenn man sich das Ganze anschaut von einem Ausgangsdatum
was im Jahr 2000, jetzt muss ich mal nachgucken, wann das war, von Mitte 2007 anschaut, da ist es eben so, dass es eine Outperformance gegenüber dem SDAX gibt, die insbesondere, wie ihr hier auch seht am Chart, im Jahr Ende 2013, Anfang 2014 beginnt sich aufzutun, wo die Indus-Aktie deutlich besser läuft. Aber es soll ja nicht so sehr um den Chart gehen, es soll um das Unternehmen gehen. Hier haben wir jetzt auch ein Echtgeld-TV-Porträt, was deutlich ernstzunehmender ist, denn Indus nimmt gerne große Schlücke an der Beteiligung, auf der Beteiligungsseite ein, beteiligt sich in der Regel mit über 50% und gerne auch mal mit 100%, konsolidiert von daher die vom Unternehmen erwirtschafteten Gewinne, Umsätze und so weiter, sodass wir hier auch auf der Bewertungsseite etwas haben, was ein realistisches Bild dieses Konglomerats gibt. Ein Konglomerat, was aus verschiedenen Bereichen besteht, über die Christian jetzt ein bisschen noch was erzählt. Ja, wichtig ist zunächst mal in Abgrenzung zu Rocket Internet und der Deutschen Beteiligungs AG und natürlich auch Aurelius, die wir erwähnt haben, der Fokus, den die Indus Holding hat, das sind keine Firmenaufkäufer, keine Heuschrecken, die irgendwie die Anteile dann möglichst bald wieder mit deutlichem Aufschlag verkaufen wollen, sondern Indus hat eine ganz klare Buy and Hold and Manage Strategie, sprich, die kaufen Firmen und behalten sie, entwickeln sie behutsam weiter, geben ihnen natürlich Managementhilfe, wobei der Fokus ganz klar auf den sogenannten Hidden Champions aus dem deutschen Mittelstand liegt. Das kann man auch geografisch sehr schön festmachen. Das Portfolio von Indus sind mittlerweile 46 Firmen, die kommen zum Großteil hier aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, beziehungsweise aus Bayern und Baden-Württemberg. Also da, wo sozusagen das Herz des deutschen Mittelstands schlägt, wo so viele kleinere, auch Weltmarktführer in Nischen dabei sind, hochspezialisierte Unternehmen. Man sieht auch insgesamt Umsatz von Indus 1,6 Milliarden, das heißt im Durchschnitt haben diese Unternehmen etwa 30, 40 Millionen Euro Umsatz. Da gibt es aber auch kleinere dabei, die haben nur 10 oder 15 Millionen Euro. Es heißt also eine ganz andere Herangehensweise. Man will hier nicht schnell die Pflänzchen groß machen und dann verkaufen, so wie sozusagen in der Baumschule, sondern man hat hier den Garten, den man sukzessive weiterentwickeln will und man freut sich, wenn es blüht und gedeiht. Man lebt nicht von den Erträgen von Beteiligungsverkäufen, sondern davon, dass die Unternehmen dann auch einfach Gewinne ausschütten. Diese Gewinne werden gesammelt und an die Anleger verteilt. Ja, was sind das für Unternehmen? Ich muss zugeben, ich kannte kein einziges von diesen mittelständischen Unternehmen. Es sind auch wirklich hochspezialisierte Firmen, vor allem im Bereich Maschinen- und Anlagenbau, logischerweise. Das ist das deutsche Trumpfsegment. Da gibt es natürlich ganz viele Hidden Champions. Dann Bauinfrastruktur, sehr, sehr wichtiger Bereich. Im Fahrzeugbereich, im Metallbereich und noch das kleinste Segment mit nur 5 Beteiligungen, aber natürlich sehr, sehr aussichtsreich im Medizintechnikbereich. Das ist kein Portfolio, was jetzt irgendwie synergetisch ist, wo man sagt, also die arbeiten jetzt alle zusammen. Nein, das sind Firmen, die jeder für sich arbeiten, wo teilweise natürlich auch das Management noch beteiligt ist durch Incentive, aber Indus hat den Löwenanteil, gibt natürlich Support, wenn es um Internationalisierung geht, wenn es um Managementressourcen geht, um Marketingressourcen, aber die Firmen bleiben für sich eigenständig erhalten, werden ergänzt durch 1-2 Zukäufe im Jahr. Also im Grunde ja ein Investmentvehikel für German Mittelstand, ein Thema, was wahnsinnig beliebt ist, auch international, und deshalb auch kein Wunder, dass der Kurs von Indus sogar zuletzt noch stärker gestiegen ist als der SDAX. Finger gehoben zur Zwischenfrage. Wie siehst du selber auf Basis dieser eher konservativen Bereiche, in denen Indus tätig ist, die aktuelle Bewertung? KGV 2017 17,4, für 18 werden 15,6 erwartet. Also ja auch ein ganz ordentliches Wachstum, was drin ist. Aber so irgendwie günstig bei den etwas auch älteren Technologiebereichen und Unternehmensbereichen, klar mit Hidden Champions, günstig wirkt das nicht so richtig, oder?
Nee, Schnapper sind das nicht hier, aber das ist im deutschen Mittelstand natürlich auch klar. Das sind wertvolle Unternehmen und dieser Wert hat momentan auch einen Preis, den man dranhängt. Das darf man auch nicht vergessen, wenn es um Zukäufe geht. Indus ist ja nicht der Einzige, der sich dafür interessiert. Es gibt noch ein paar börsennotierte Gesellschaften, wie also als Wettbewerber zum Beispiel auch eine etwas anderen Fokus, eine Gesco als Name hier zu nennen. Aber es gibt natürlich auch gerade in dem Bereich der kleineren Transaktionen vermögende Privatleute, die sich in Clubdeals zusammentun und dann auch Unternehmen, wo es zum Beispiel um Nachfolge ging, dass sie da irgendwie sich zusammentun. Und das ist natürlich klar, das zieht die Preise, das spiegelt sich hier wieder. Auch der MDAX, auch der SDAX selber, das sind alles keine Schnäppchen und man muss natürlich bei Indus bedenken, wir sind in einer fortgeschrittenen Phase des Wirtschaftszyklus. Da sind die Bewertungen für solche Unternehmen vielleicht nicht unbedingt absurd hoch, aber sie sind jetzt auch nicht mehr billig. Aber man hat natürlich in den Sektoren, in denen Indus-Zielunternehmen aktiv sind, erhebliche zyklische Risiken. Das sieht man auch, wenn man auf die Gewinnentwicklung etwa in der Finanzkrise schaut. Da ging es schon kräftig runter und da mussten die bei Indus auch schon ordentlich rödeln. Und dazu kommt ja, dass auch nicht alle Bereiche ganz so rund laufen. Genau, und dazu geht's jetzt ein bisschen weiter, denn genau zu diesen nicht so ganz rundlaufenden Bereichen, da reportet Indus auch sehr transparent. Im Übrigen, das gilt für zwei der drei heute vorgestellten Unternehmen, Indus und die Deutsche Beteiligungs AG, haben beide sehr, sehr gute Investor Relations Bereiche. Nicht immer unbedingt top strukturiert an jeder Stelle, sodass man es einfach findet. Für eine Präsentation, die bei der Deutschen Beteiligungs AG kürzlich gehalten wurde, mussten wir dann in der Tat etwas länger suchen, aber auch die sei ausdrücklich empfohlen. Von der Deutschlandkonferenz des Bankhaus Lampe ist dort eine Präsentation im IR-Bereich für die Deutsche Beteiligungs AG zu finden vom 19.04. Und Indus, das Unternehmen, was wir jetzt hatten, hat einen sehr, sehr guten Auftritt, hat wahnsinnig viele Unterlagen bereit. Man kann dort auch einen Research-Bericht runterladen, was seit dem 01.01.2018 nicht mehr so ganz ohne weiteres möglich ist. Und haben in einer Präsentation, die sie kürzlich gehalten haben, nämlich zur Veröffentlichung der Geschäftszahlen 2017, auch zwei Folien, wo man so ein bisschen sieht, na, alles rund läuft da eben doch nicht. Denn wenn man sich hier eine die beiden EBIT-Margen anguckt im Bereich Fahrzeugtechnik und im Bereich der Metalltechnik, dann sieht man, dass die hier deutlich niedriger sind als in den drei eigentlich gut laufenden Bereichen Bauinfrastruktur. Klar, da passiert im Moment wirklich viel in Deutschland und die Unternehmen, an denen Indus da beteiligt ist, die profitieren ganz erkennbar davon. Maschinen- und Anlagenbau sieht es offensichtlich auch sehr, sehr gut aus. Und auch in der Medizin und Gesundheitstechnik, die Christian ja schon angesprochen hat, auch wenn es nur 5 Beteiligungen sind, da sehen die EBIT-Margen gut aus. Also sind alles drei Bereiche, wo man spontan erstmal sagt, das ist vernünftig. Indus ist da so transparent und macht es dann auch noch ein bisschen deutlicher. Hier mal zu diesen Bereichen die Entwicklung in den letzten 5 Jahren. Und da seht ihr dann eben auch wieder, dass dieser Bereich Fahrzeugtechnik und der Metalltechnikbereich eben nicht so unbedingt vernünftig laufen. Es gibt zwar Umsatzsteigerungen, die zu verzeichnen sind, aber die Margen leiden da doch erkennbar. Und da sehen die anderen drei, Bau und Infrastruktur, Maschinen- und Anlagenbau, Medizin- und Gesundheitstechnik, deutlich besser aus. Und man muss Indus hier ein bisschen die Daumen halten, dass es auch in den anderen beiden Bereichen wieder ein bisschen besser wird. Aber das sind so die beiden Makel. Christian, was würdest du gerne noch zu den beiden kritischen Punkten ergänzen? Ja, das sind Punkte, die bei Indus schon ein bisschen länger auf der Tagesordnung stehen. Man hat dazu ein Innovationsprogramm auch aufgelegt. Man ist sich dieser Probleme bewusst, auch dass man sie offensiv kommuniziert. Finde ich großartig. Es spricht insgesamt sehr, sehr für das Unternehmen. Es muss natürlich hier, das ist ganz klar, die wirtschaftliche Lage insgesamt mitspielen. Also gerade in dem Fahrzeugbereich gibt es natürlich auch momentan Investments. Wir haben ja auch immer mal wieder im Autozuliefererbereich Aktien aus der
der Feedback-Ecke gehabt, die deutlich günstiger bewertet sind, wenn man das speziell haben möchte, wo auch eine Risikoprämie wirklich draufsteht. Das ist hier bei Indus nicht der Fall. Dennoch muss man halt sagen, German Mittelstand, Hidden Champions, das ist absolute Qualität und das ist natürlich eine Aktie, die seit dem Börsengang insgesamt schon geliefert hat, auch was Dividenden angeht, leider nicht so stetig, wie ich es gerne hätte. Da gab es auch Kürzungen aufgrund des zyklischen Geschäfts, aber ansonsten in den letzten Jahren sieht das sehr, sehr gut aus. Das Unternehmen ist extrem solide finanziert und das ist halt der Prototyp einer Beteiligungsgesellschaft, die eben nicht kapitalmarktorientiert ist, die nicht das Heuschreckenprinzip hat, die nicht unbedingt aus Beteiligungen raus will, sondern die langfristig nachhaltig Shareholder Value schaffen will. Und es ist eines der wenigen Vehikel, das Privatanleger wirklich nutzen können, um in diesen hochinteressanten Markt zu investieren. Man kann sich natürlich anhand der eigenen Depotstruktur immer fragen, ob man das braucht. Also wenn man zum Beispiel schon einen SDAX-Fonds hat oder einen Nebenwertefonds, wie zum Beispiel den großartigen Plato Fonds von Roger Peters, dann braucht man vielleicht nicht noch obendrein eine Beteiligungsgesellschaft, die auf den deutschen Mittelstand setzt. Wenn man ansonsten ein Technologiedepot hat, ist das natürlich auch eine sehr, sehr interessante Beimischung, um einen ganz anderen Akzent zu setzen, wobei ich persönlich bei der Indus mit momentan einem Abstauberlimit arbeiten würde, sprich, wenn der Kurs mal ein bisschen zurückkommt, sodass man da mal etwas günstiger drankommt. Okay. Dann mach du doch vielleicht einfach mal die Kurzzusammenfassung für die drei vorgestellten Unternehmen, bevor wir zur Abstimmung schreiten und die Zuschauer entscheiden lassen, was beim Thema des Monats das Investment ist, wo wir dann gleich kaufend tätig werden. Ja, also wir haben drei sehr spezielle Geschäftsmodelle. Ich mach das mal von hinten. Wir haben erstens Indus, den Buy-and-Hold-Investor sozusagen, der nachhaltig Firmen entwickelt in seinem Portfolio und im Bestand hält. Wir haben zweitens die Deutsche Beteiligungs AG, die ja die deutsche Interpretation von Private Equity liefert, die momentan mit einem schönen Discount auf das gute Fondsmodell und die Cashflows dort zu haben sind. Und als drittes haben wir Rocket Internet, ja, eine Firma, die erfolgreicher ist momentan, als es ihnen vor ein, zwei Jahren viele zugetraut hätten, wo sich die Frage stellt, wie geht die Strategie weiter? Haben die Samwer-Brüder nochmal die geile Idee wie damals mit Alando oder mit Yamba und kommt die da rein? Wenn ja, kann die Aktie richtig fliegen? Wenn nein, steht man irgendwo da, dass man jetzt in einer strategischen Sackgasse ist. So, und dann kommen wir genau zu dem Punkt, wo wir euch fragen, was sollen wir kaufen? Und wir freuen uns jetzt auf eure Teilnahme. Soll es die Rocket Internet sein? Soll es die Deutsche Beteiligungs AG sein? Oder sollen wir die Indus kaufen? Hoppala, das geht heute sagenhaft schnell. Bin jetzt etwas überrascht, dass ich das überhaupt sehen kann. Aber wir haben schon 60% Teilnahme nach 20 Sekunden. Also, das klappt inzwischen sehr, sehr gut und wir sind jetzt gespannt. Na, das letzte Drittel muss jetzt aber auch noch ein bisschen sich aufraffen und an dieser Abstimmung teilnehmen. Aber ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob das möglicherweise ein Funktionsfehler ist. Dann könnte mal einer nur zu Testzwecken für Rocket Internet abstimmen. Och nee, das will doch keiner. Danke, es funktioniert. Ich bin ein bisschen beruhigt. Ich habe damit jetzt zwar, ich habe damit zwar ein bisschen was vorweggenommen, was jetzt gleich in der Abstimmung passiert, aber 78%, 80%, damit können wir die Umfrage schließen. So, das ist also ziemlich eindeutig. Die Skepsis gegenüber den Samwas ist stärker. Das drückt sich ja im Grunde genommen auch in dem Aktienkurs aus. Und auf der anderen Seite ist das natürlich dann immer die Gelegenheit zu sagen, vielleicht wird es dann wirklich noch der Schnapper, wenn der Kapitalmarkt insgesamt die Rocket so sieht, wie ihr auch. Deutsche Beteiligungs AG, also der eindeutige Sieger, das ist eine für mich sehr sympathische Entscheidung. Und Alex, du hast ja vorher schon so ein bisschen kommuniziert, dass du gar nicht weißt, was du jetzt, wofür du jetzt abstimmen sollst. Jetzt ist es zumindest die Deutsche Beteiligungs AG geworden. Darauf hatte ich so ein bisschen gehofft, ich glaube der Christian auch. Und dann schreiten wir jetzt mal zur Tat.
Genau, und während Tobias zur Tat schreitet, vielleicht noch ein Hinweis von mir, weil ich hatte im Vorhinein mit einigen schon E-Mail-Verkehr und auch Twitter-Nachrichten zu dem Thema Beteiligungsgesellschaften. Da gibt es doch so wahnsinnig viele Gesellschaften, hieß es da. Ja, aber vergisst immer eines nicht. Wir haben hier bei Echtgeld TV unsere Anlagerichtlinien. Das heißt, 100 Millionen Euro Börsenwert wollen wir haben, durchschnittlichen Tagesumsatz von 50.000 Euro in dem Fall an deutschen Börsen. Und da fallen leider sehr, sehr viele, auch sehr spannende Gesellschaften durch den Rost. Zum Beispiel die Scherzer & Co. oder die Shareholder Value Beteiligung, die also mit notierten Wertpapieren agieren, oder auch kleinere Beteiligungen im Restrukturierungsbereich. Deshalb, ich mache sehr, sehr selten Werbung, außer es geht um die Form, aber wenn ihr in dem Bereich der kleineren Beteiligungsgesellschaften euch ein bisschen weiter einlesen wollt, eine gute Quelle sucht, ich kann nur empfehlen, besucht Michael Kissig bei intelligentinvestieren.net. Michael schreibt zu sehr, sehr vielen Beteiligungsgesellschaften in seinem Blog, und zwar nicht nur einmal, sondern er ist dort selber investiert, und dort könnt ihr euch Anregungen holen, wenn ihr wirklich etwas sehr, sehr Spezielles haben wollt. intelligentinvestieren.net. So, also jetzt aber. Jetzt bin ich aber im richtigen Screen der Ordermaske von der Comdirect, wo die Deutsche Beteiligungs AG schon aufgerufen ist. Und ja, wir hatten im Vorfeld überlegt, ob wir auch selber mal mit einem Abstauberlimit arbeiten. Aber vielleicht machen wir es einfach so, dass ich die Aktien mal sofort kaufe und der Christian dann einfach ein Abstauberlimit reinlegt, weil ich kann jetzt sofort tätig werden und Christian wird dann in seiner Transaktion das Ganze noch nachholen. Wir können uns hier mal angucken, wie das Ganze im Moment eigentlich am Börsenplatz Tradegate aussieht. Hier also den Briefkurs von 36,80. Was sagt Stuttgart im Moment? Stuttgart will gar nichts sagen. Das glaube ich ja nicht. So, da sieht es ein bisschen günstiger aus, von daher gucken wir in München noch mal kurz nach, ob es da noch irgendwas gibt. Nö, dann geben wir auf Basis von 36,75 können wir 20 Aktien kaufen, geben diese Order nach Stuttgart und machen das Ganze natürlich, gerade weil wir hier jetzt auch außerhalb der angeratenen Zeiten unterwegs sind, mit einem Limit, geben dort die eben gesehenen, das können wir auch gleich überprüfen, ob das dann so funktioniert, wie es angegeben wird, hier mit ein. So, kommt dann dazu, dass ich wieder kurz den Screen ausblende, die mobile TAN anfordere, gebe jetzt die Order frei, blende euch wieder mit ein. Wir sind noch im Bereich der Ausführung und wurden noch nicht ausgeführt. Jetzt aber schon. Ausführungskurs 27 Stück zu 36,75 €. Also das haben wir gekauft und wir werden dann im Nachgang auch nochmal nachreichen, wie Christian eigentlich, mit welchem Limit Christian arbeitet, wobei er ja im Gegensatz zu mir schon vorher investiert war und er hat etwas günstiger gekauft, aber auch jetzt auf Basis des, was wir gesagt haben, eben immer noch eine interessante und spannend erscheinende Anlage in die Deutsche Beteiligungs AG. Nein, also ich freue mich natürlich über das Thema Beteiligungsgesellschaften, vor allen Dingen, wenn wir dann in einigen Wochen oder zwei, drei Monaten das internationale Thema dann ranpacken und natürlich insbesondere, wenn du vielleicht schon zwischenzeitlich dann deine Eindrücke von der großen Beteiligungsgesellschaft schlechthin mitbringst, nämlich von der Hauptversammlung von Berkshire Hathaway, die ja eigentlich alles macht von den Typen an Beteiligungsmodellen, die wir heute so besprochen haben. Berkshire arbeitet wie eine
eine Scherzer oder eine Shareholder Value Beteiligung mit notierten Aktien. Berkshire macht Private Equity. Man denke nur an die großartige Kraft Heinz Transaktion. Und Berkshire hat natürlich die klassische Holding, auch riesige Unternehmen, die Ewigkeiten im Bestand sind. Also wie natürlich das ganze Rückversicherungs- oder auch Versicherungsgeschäft allgemein oder auch das Eisenbahngeschäft Burlington North Santa Fe, was ja auch dauerhaft komplett im Konzern dabei ist. Es ist nach wie vor, und da brauchen wir, glaube ich, nicht irgendwas vorzugreifen, die Über-Mega-Super-Holding, aber ich glaube, wir werden auch ansonsten international dann den einen oder anderen spannenden Wert finden. Ja, das sehe ich auch so, und ich musste gerade den dritten Anruf während dieser Sendung wegdrücken. Also das mit dem, dass du irgendwie aus Essen überträgst, das lassen wir beim nächsten Mal wieder. Das wird ja echt anstrengend. Bei der nächsten Sendung bin ich ja auch wieder in Berlin, denn die nächste Sendung ist ja schon sehr bald. Genau, die nächste Sendung heißt wieder Echtgeld TV Feedback. Die letzte Feedback-Sendung war ja, nennen wir es mal etwas diskussionsintensiver auf YouTube. Und wir sind gespannt, ob die nächste Sendung durch Aktienvorschläge von euch ähnlich diskussionsintensiv wird. Wir freuen uns auf eure Vorschläge. Ob euch die Meinung dann gefällt, das ist ungewiss. Das wissen wir nicht. Das kann auch mal in eine andere Richtung gehen. Aber wir tun es wie jedes Mal nach bestem Wissen und Gewissen, so wie heute auch. Wenn es euch gefallen hat, dann erzählt es weiter. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt uns eine Mail. Und wir sehen uns am Montag, dem 30. April um 18 Uhr wieder zu Echtgeld TV Feedback. Tschüss aus Berlin. Tschüss aus Essen. Alles Gute, schönes Wochenende.